damit gerechnet, dass du noch kommst. Ja, sollen wir. Aber was machen wir? Dann fangen wir jetzt. Also ich. Dann machen wir aber nur bis 10:30. Bis 10:30, Entschuldigung. So knapp eine Stunde. Weil. Dann bin ich 11 im Bett. Aber. Was machen wir dann? 12 Minuten oder machen wir Splinter Cell weiter? Rentiert sich eine Stunde in 12 Minuten? Zum Reinkommen? Theoretisch würde ich sagen, ja. Na, ich vertraue dir einfach, Digi. Aber Lust habe ich ja, aber wie gesagt, ich wollte halt nicht ohne dir anfangen, so geht sich das jetzt anhört. Achso, Steam. Ich hatte voll Bock auf Ding. Voll Bock auf. Na, leiser machen. Voll Bock auf. Rührei. Jo, ist das laut. Ja, richtig, Phil. Ich mach's gleich leiser. Schon mal insane, to be honest. So, meinen Titel müsste ich jetzt auch aktualisiert haben. Das habe ich mal über die Handy-App gemacht. Wir spielen in High. Volume. Machen wir so runter. Subtitles. Machen wir deutsche Untertitel, oder? Ich erwarte, dass man ein 3D-Gesicht sieht. Lol, bin überrascht. Ah, okay, ich klicke hin. Alles klar. Lol! So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Das ist ein Gemälde. Sieht ein bisschen aus wie... Sieht ein bisschen aus wie von Interstellar. Mhm. Krass, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Insane, okay. Ja, alle drei Türen sind geschlossen. Tür geschlossen, Vordertür geschlossen, Tür geschlossen.
I wonder if anyone's ever gonna rent this unit. I should head to mine. Locked. Shit. Forgot my keys. Hope that spare set's still in the plants. Oh, okay. Whoa. Woke the baby. Sorry, neighbors. There we go. It's locked. Hey, babe. I'm home. Love you. In a second. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Okay, also ich finde die Bude jetzt, muss ich sagen, klein. Ja, wir können uns hinsetzen. Kann ich auch mit ihr ein bisschen knutschi-knutschi. Was ist der Grund für einen so... Ah, okay, cool. Was ist der Grund für einen so besonderen Abend? Ich ihr sagen, dass es ein guter Zeitpunkt für das Dessert ist. Okay, Gespräch war das. Löffel. Lol, den kann ich jetzt aufheben. Spüle. Kann ich den jetzt... Ah ja, genau. Zack, und dann... Cool. Zack. Okay, verstehe. Kann ich Gemälde hier auch anschauen? Ja, oder? Ja, ein Ei. Alles klar. Okay. Kann ich da rein? Oh ja. Oh. Kleidung. Telefon. Oh. Das ist ihr Telefon. Lol. LOL, dass man sie jetzt hier sieht, hat doch irgendwie was. Fehlte etwas? Oder war etwas an einer anderen Stelle? Auf mich wirkt ja das Apartment wie zuvor. Letzte Woche. Hey Baby, ich hab wieder den Schlüssel vergessen. Ich weiß. Können wir einen nachmachen lassen und irgendwo am Eingang verstecken. Bin gerade auf der Arbeit angekommen, geht es dir besser? Natürlich nervt Kotzen. Kotzen, aber dir sieht es verdammt sexy aus. Ich verlasse ja gleich die Arbeit, tut mir leid, dass ich gleich dran und meinen Abend gegessen. Okay. Irgendwie überlege ich. Emergency services? Sorry. No emergency, everything's fine. Just making sure the phone was working. Sir, please do not call again unless there's an emergency. Lol, finde ich cool, dass das geht. Okay, also... Gibt's hier noch irgendwas? It's not seem so. Also, first impression mega insane, to be honest. Ah, das ist unser Schlafzimmer, okay. Und das ist Bad. Schon eine sehr recht decent Wohnung, to be honest. Mega nice. Kühlschrank, mal schauen. Die Sounds sind auch geil. Ah, Dessert. Nehmen wir es mal nicht. Machen wir mal kein Beef. Achso, ich dachte, ich kann das Gefrierfach auch. Okay. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir doch mal unser Essen, oder? Also die Soundeffekte, ich weiß nicht, ob die rüber so gut rüberkommen per Stream, aber auch die Regentropfen so höre ich, das ist mega nice.
The storm's getting closer. Also so trash die Wohnung an sich ist, finde ich sie mega cozy, to be honest. Hat irgendwie was. Okay. Was ist der Grund für einen so besonderen Abend? What's the occasion? I'll tell you over dessert. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Okay. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Police, open up. I'll get it. I'm with the police. Anyway, turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh, hey. Listen, sir. Sir? 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 What is going on? Listen. What is this? Help me. You shut up. Will you come help me? I'll deal with you in a minute. Now you, hands behind your back, please. My wrists. Don't move. No, come on. Don't. I don't. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Don't have to handcuff me. We can talk this out. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Honey, tell him. He can't help you. Just you and me. Tell me where the watch is, and we all go our separate ways. I'm telling you, I don't know about any watch. Okay, let's just see. You're making a mistake. This is... No. No, please. Oh, will you? Please. Okay. Just stop. Please. I'll tell you. Just don't hurt him. Please. The watch is in the... Oh, fuck, that was brutal. Oh, God. You're okay. You're okay. What? What the hell just happened? Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? I don't know. What? But, no. I was just... How is this possible? Yeah. Whew. Gotta get that fixed before one of us gets... Oh my god. Whoa, hey. Are you okay? Man, that hurt. Thank god I was wearing shoes, right? No kidding. Just glad you're okay. Oh, ist ja lame. Okay, also ich habe noch nicht ganz verstanden, diese der Zeiger, der sich bewegt. Aha, okay, ich verbrauche Zeit und ich habe wahrscheinlich nur 12 Minuten, oder? Oder um 12 nach kommt der Typ. Wie spät war es jetzt gerade? 5 nach, oder? Kann ich nochmal hinlegen? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me.
What is going on? Help me. Will you come help me? Die Bekleidung, okay, sie. Now you, hands behind your back, please. Don't move. All right, easy. This is a mistake. Babe, can you tell me? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Don't fucking move. Maybe we can talk this out. You're making this. Ich kann mich nicht viel wehren. Das ist ein Mausklickspiel, Digga. Ich habe hier keine Ego-Shooter 360-Moves. Okay, also ich glaube, um 12 nach sterbe ich. Ah, Küchenmesser. Naja, safe kein Bull, obwohl da steht Polizist. Als Ding. Okay, jetzt hole ich das Dessert gleich mal raus. I didn't hear you come in. Best night ever. Ah, ich kann vorspulen, okay. Ich will eigentlich zum Kühlschrank. Und das Dessert rausholen gleich mal. Ich will das mal triggern. Ich glaube, meine Mama macht das auch so. Was meinst du? Wo ist denn das Dessert hin? Habe ich es gegessen jetzt, oder was? Oder habe ich es jetzt im Inventar? Ach, ich habe es im Inventar. Ich vergesse mal, dass ich ein Inventar habe. Ihr sagen, dass es sich wie derselbe Tag anfühlt. Ihr von den Polizisten erzählen, sie nach der Vergangenheit fragen andere. Machen wir erstmal andere Themen. Was ist der Grund für so? Sondern sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Achso, sie muss sich ja noch umziehen. Scheiße. Okay, ich habe ein Messer dabei jetzt auf jeden Fall. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. Sieht aus wie ein Code. I wasn't expecting a storm tonight. Okay, mein Inventar ist ziemlich voll. Ich frage mich, ob ich da theoretisch drin verstecken kann. Ah, lol. Hey, since you're using a mug, wanna go ahead and finish setting the table? Let me know when you're ready to eat. Ist ja faszinierend. Egal was ich mache, sie checkt's. Krass. Cool. Ich sage, das ist wieder andere Themen. Gedeckt. Alright. Table set. We are just. Achso, muss ich wirklich hinlegen? Das ist ja cool. That mug's empty. Oh, Jesus Christ, du bist eine blöde Hure. Das ist ja ein cooles Game, to be honest. Guess who has two thumbs and remembered to pay the electric bill today? Gibt's noch Schluss machen zur Auswahl? Nee. In Vergangenheit fragen wäre interessant, aber ich will erstmal mich. Fertig gedacht, hinsetzen. It's a beautifully set table. Gorgeous. Let's eat. Wobei er beim ersten Mal ja schon längst da war. Bevor sie, also als sie rausgekommen ist, umziehen. Na egal. Setz sie doch hin. She hates it when I take her plate away before she's done with it. Nach der Vergangenheit fragen. Fragen, warum sie ihre Vergangenheit gelogen hat. Sie fragen, wie ihr Vater gestorben ist, sie nach der Taschenuhr fragen. Hey, how'd your father die?
Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Fragen, ob sie ihren Vater umgebracht hat. Nach Taschenuhr fragen. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Okay, also lügt sie, weil sie hat vorher gesagt, kurz bevor es vorbei war, ja, ich gebe auf, sie ist... You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? Da stand grad Bruder. You sure? A pocket watch, very valuable. Babe, I have no idea what you're talking about. Where'd you hide the watch? Will you stop with that? I need to know what you did with the watch. This isn't funny. We're done talking about this. Well, what about your father's murder? What is this? My father died of a heart attack, asshole. I don't want to talk about this. I know the truth. The truth. Police, I'll open get up. It. Lauf! Schnell! I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Oh, my. Hey, you're hurting me. Ow. Don't. What is going on? Now you. Hands behind your back, please. Will you come help me? Er hat mich gesehen. Priests. I don't know. This is a mistake. Babe, will you help? This is a misunderstanding. Look, I don't... You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. That can't be right. Shut up. Look, I don't know. Don't... Get this? Have to handcuff me. We can talk this out. Oh. No. Okay. Ah, ist ja mega. Also ich finde, das ist eine insane Game-Idee. Ich kündige einfach, muss ich morgen nicht in die Arbeit, dann Freitag sage ich wieder, ja, ich mag doch wieder kommen. Das ist insane. Okay, also, wir können mit ihr wieder... Warte mal, was machen wir als erstes? Wir nehmen uns als erstes Küchenmesser, ist klar. Dann machen wir das Radio an. Für Unterhaltung. Dann nehmen wir den Becher. Und das Wasser rein. Oder können wir uns gleich mit ihr unterhalten? Jetzt quatscht sie, bla bla bla. I didn't hear you come in. That's great. Okay. Sie nach der von Polizisten erzählen. In the next few minutes, a cop is gonna knock on her door. What are you talking about? Lass uns die Wohnung gemeinsam verlassen. Sie bitten, die Tür nicht aufzumachen. Ihr sagen, dass der Polizist sie des Mordes beschuldigt. Warum? Oh, ist ja insane. He's gonna accuse you of killing your father. What? My dad had a heart attack. You sound crazy, dude. Please don't open that door. Oh, come on. It could be any... Oops, schade. This isn't... No, I'm serious. Please, don't open that door. It's important. This isn't funny, babe. Don't open the door. Just trust me. Okay, I won't. Oh, thank you. Und jetzt lassen Sie Wohnung gemeinsam verlassen. Das gibt ja gar keinen Sinn. Na, fangen wir nochmal an. I'm stuck in a time loop. So, there's a cop and a time loop. Yes, yes. Jeez. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Ein Beweis auswählen. Let's see. Technically, is this time travel? Wait. What is it? Let's see. This present. Look, it's clearly an open. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe me now? I mean... All right, let me try and prove something else.
Aha. Okay, was könnten wir... You know what, forget it. Great. Okay, wir müssen uns also umschauen. Ob wir noch... Hier ist nix. Also das reicht ihr nicht. Ich könnte mich wieder umbringen mit dem Schalter. Storms came. Ich meine, irgendwie sowas wie Gewitter oder dass es klingelt, das könnte ich eher sagen. Schlaftabletten. Warte mal, die Tasse gehört ja ihr. Ich könnte die Schlaftabletten in den Becher... Das... Oha, Digga. Zack. Und dann nehme ich das und tue es... Nicht zu Evra, nein. Und dann tun wir Wasser rein und stellen den Becher zu ihr. Digga, ich bin insane, Alter. Ich sollte Auftragmörder werden, nebenberuflich. So, auf 450 Euro Basis. Zack. Dann... Nehmen wir den Becher, zack. Und stellen wir dann dahin. Dann holen wir das Dessert. Weil wenn sie einschläft, kann sie die Tür nicht aufmachen. Weil ich vertraue ihr nicht. Ups, nein. Ich vertraue ihr nicht, ob sie wirklich nicht aufmacht. Gut, zur Not mache ich Schluss. Das Auto könnte er sein. Ich weiß nicht, ob es noch... Weil ich einen Aufzug höre, ich ja. Und weil ich einen Aufzug höre, gehe ich dahin. So. Let's eat. Look at that. I've lost my appetite. You could try again later. Nein. Du blöde Hurenbumsfotze. Das gibt's doch nicht. Das kannst doch keinem erzählen, Alter. Schau mal an, du fette Kuh. Na. Ah. Come on, let's just leave before he shows up. Come on. Are you that scared of my cooking? Come on, he's gonna hurt us. At least he won't be on an empty stomach. I'm asking you, please, just come downstairs with me. 5 minutes tops. No, I'm not going downstairs. Hey, how'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was. Warum sind manche grau, weil ich schon mal hatte, gell? Did you kill your father? Excuse me? No. Fun question though. Real funny. Mhm. Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. Sie fragen, wo sie die Uhr versteckt hat. I know you have a watch. I just need you to tell me where you hid it. A watch? What are you talking about? Aggressiv fragen. Ja. Babe, stop lying to me. Where's the watch? Watch your tone. Is that him? Oh, that's him, isn't it? Just, let's stay quiet. Maybe he'll go away. Come on, I know you're home. This open the door. Happening. What? Don't open the door. Hey. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Help me. Will you come help me? Well, who'll come help you? My wrist. So, someone is here. I don't know what you... This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. You're making a mistake. This is...
You can't do this. Please, listen. This is more complicated than you think. Please, just go. Okay, ich habe ihn aber mal gestochen. Ich habe ihn getroffen. Okay. Insane, Alter. Messer. So, dann das. Spüle. Ah, das ist mein Becher. Ja, egal. Dann tun wir den. Stellen wir den jetzt dahin. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Das ist ihr Becher. Leck mich jetzt nicht ab, Alter. Ich habe hier was wichtige Sachen zu tun. Okay, der backt was rum jetzt. Das Auto sollte eigentlich da nicht da sein hier. I didn't hear you come in. Best night ever. Let me know when you. Yeah, I will. Habe ich jetzt hier schon. Ja, gell? Also ich habe ihn einmal gehittet. Ich muss ihn wahrscheinlich von hinten erwischen oder so, denke ich mal. Du hast die Schlafsamblätter ins Wasser und schüttet dir den Typen ins Gesicht. Vielleicht wirkt das hier. I'm with them! Ah, wenn ich Ding drück. Rechts klick, dann sehe ich die Zeit praktisch. Okay. So. Ich darf sie jetzt nicht ansprechen auf irgendwas, sonst ist sie hat sie keinen Appetit. Trinkt sie jetzt schon? Oh, sie trinkt. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Jetzt ist sie vielleicht müde. I'm so tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Perfekt. So, und jetzt kommt der Typ. Mach mal das Radio an, dann hört er mich vielleicht nicht so. Das Messer haben wir. Ich bin am Sinken about. Wenn er dann hier reingeht, dass wir uns von hinten anschleichen und ihn erstechen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir haben ja schon so nichts mehr anderes mehr. Wir haben schon relativ viel durchgeschaut jetzt. Was wir natürlich probieren könnten, Licht aus, ja. Und wir nehmen den Becher, auch wenn das Wasser dran ist, ist ja wurscht, nehmen den Becher mit. Vielleicht können wir den irgendwie über den Schädel ziehen oder so. Die Vorhänge irgendwie. The storm's getting closer. Das ist hier nicht wirklich was. Ah, Schloss. Ah. Guckloch. Ah! Ah! Ah, kann ich zu den Nachbarn, Theorie? Ah, wait a minute, kann ich zu den Nachbarn? Ah, ich weiß nicht, wann er kommt. Oder ist die Uhr jetzt hier schon irgendwie... Ich weiß nicht, wann er kommt. Er kommt um 6 nach, glaube ich, nicht um 12 nach, oder? Digga, das ist ein insanes Game, wirklich. Insanes Game. Wir machen jetzt hier mal zu und tun dabei mal kurz. Achso, kann ich jetzt nicht. Weil ich zugemacht habe. So muss ich machen. Telefon, genau. So. Und jetzt will ich zumachen. Genau. Und jetzt will ich hier. Genau. Ah, wählen Notruf, genau.
Genau. Fehlt dir etwas oder war etwas an einer anderen Stelle? Vielleicht wirkt das Apartment wie zuvor. Das schicke ich nicht so ganz. Emergency Services. Erklären, dass du in einer Zeitschleife gefangen. Erzählen, dass deine Frau eine Mörderin ist. Erklären, dass deine Frau bewusstlos ist. Das ist das Smarteste. I drugged my wife and she's not waking up. Sir, what did you give her? Sleeping pills. I gave her way too many sleeping pills. If she regains consciousness, induce vomiting. An ambulance is on the way. It should be there in 15 minutes. 15 minutes? That's not... What if she doesn't have 15 minutes? I can give you directions to the nearest hospital. No, send an ambulance. Thank you. Scheiße. Warum kann ich jetzt nicht reinschauen? So. Come on, I know you're home. Open the door. Digga, ein insanes Game. I have a warrant. Open up. A warrant. Open the door now or I'll kick it down. You asked for it. Wir müssen uns merken, seine Laufwege. Hallo? Ich glaube, wenn er ins Schlafzimmer geht, müssen... Oder machen wir mal nichts, weil was macht er mit ihr, wenn sie schläft? Er wird sie wecken. Scheiße, ich dachte, er ist schon drin. Ach, aber jetzt habe ich ihn wieder anders gehittet irgendwie. Oh Scheiße, was? How do I? Als allererstes, also machen wir kurz das Wasser rein. Als erstes. Genau, und dann 911 anrufen. Genau. Vielleicht ist es sogar schlauer. Lass mal kurz, sie muss eh mit mir reden. Not now. Okay. Vielleicht ist es schlauer, zuerst 911 anzurufen sogar. Na, wobei, ich glaube, wenn sie dabei ist, weiß ich nicht, ob ich 911 anrufen kann. Es könnte ein bisschen... Es könnte sein, dass es dann nicht funktioniert, maybe. Ich kann es da einstellen, theoretisch. Mal schauen, ob sie es nimmt. Die Frage. Bin kurz weg. Why are you in the closet? Emergency services. Okay, meine Frau, das wollte ich jetzt testen. Sie ist noch nicht gedruckt, deswegen kann ich nichts. Okay. Was sollen wir machen? Das, ich glaube, alles funktioniert nicht. Vom Polizisten erzählen. Ich denke, dass das mit der Mörderin am sinnvollsten ist. I'm calling to report a murder. My wife. 8 years ago, she killed her father. I don't even know if I know her real name. Sie steht davor. With you right now? Yeah, she's right here. Sir, move to a safe place. We're sending a unit right away. They'll be there in 15 minutes. 15 minutes? That's not gonna do anything good. Sir? Please, just, can they get here any faster? They'll be there as soon as possible. Okay, ich habe jetzt, weil sie geredet hat, Polizei, oder? Oder Krankenwagen, ich denke mal Polizei. Jetzt ist die Frage... Jetzt ist die Frage.
sie es rechtzeitig schaffen, kann ich sie jetzt irgendwie vergewaltigen? Ah, lol, Buch. Becher. Kann ich sie umbringen? Ausschlüssel. Wir nehmen halt alles mit. So. Was passiert, wenn ich jetzt einen Schalter mache? Dann vergeht Zeit. Dann kommt er schneller. Dann kommt er schneller. Aber wenn sie nicht da ist, kann sie mich nicht aufwecken. Noch ein Schalter aus. Nur indem man only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experiences of living in the present moment. Hilft uns das? Hausschlüssel, warte mal, kann ich damit nochmal extra absperren vielleicht? Verschließen, genau. Wobei das ja wurscht ist, glaube ich. Na, kann ich nicht extra. Na, macht keinen Unterschied. Das könnte ich mit dem Schlüssel. Irgendwas muss ich mit dem Schlüssel auch machen können. What the, hey. Ah lol, wenn ich rausgehe. Hey, what the fuck? What? Are you kidding me? Ah, okay, das ist gut zu wissen. Nice, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vielleicht die Nachbarn auch irgendwie mit einbeziehen können. Okay. Gut, dann als allererstes. Vielleicht hat man das sie gar nicht weiß. Er hat vorher irgendwas gesagt, das habe ich leider geskippt. Wo er meinte irgendwie, wie kann ich es schaffen, sie zum Glauben oder irgendwie zu bringen. Emergency Services? Vom Polizisten jetzt. Machen wir das. There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. Alright, when will they get here? He's almost inside. They should be there in 15 minutes. 15 minutes? We can't wait 15 minutes. Sir? Officers will be there as soon as possible. Get to a safe place. Toll. Okay, sie weiß noch nicht, dass ich da bin. Bringt es irgendwas? Das Baby schreit. Was meinst du denn mit dem Baby? Ist doch egal von den Nachbarn, oder? Ah, cool. Wann kommt er? Um 6 nach, glaube ich, oder? Vier nach. I'm with the police. Turn on. Vielleicht redet sie jetzt was anderes. Me? Yes, you. Hands behind. Weil sie nicht weiß, dass ich da bin. Versteht ihr? Verzieht sie sich ja. Option. I don't know what you... This is a mistake. I don't... You must be... Look... I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. I don't know who you are, but... I am not who you're looking for. This... Anyone else? It's a mistake. Come on out. Please... Please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend. My husband. He's at work. He'll be here any second. All right. Just us then. Wir hören zu, weil ich glaube, wir kriegen die richtige Informationen. 8 years ago. Your father? A gun? Father. Ring any bells? Why are you asking? Father. Come on, skip this part. Please. I swear. Oh,
You're gonna give me his watch. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about any watch. Keep lying? See how creative I can get. Help! Help! Be honest with yourself. You knew this would happen. There's no cavalry coming. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom. Under the medicine cabinet. Good girl. Ah, neuer Beweis. Digga, das ist ein insanes Game. Wer auch immer das vorgeschlagen hat, wird mein neuer bester Freund. Find it? I did. Okay, now will you let me... What are you... Easy now. Deep breath in. No. No! Sollen wir jetzt noch probieren, ihn zu hitten? Oder lassen wir ihn gehen? Weil was bringt uns das, wenn er geht? Dann können wir ja weiter rumlaufen, oder? Aber dann kommt die Polizei. Nicht hitten, chillen. Okay. Weil jetzt könnten wir ihn von hinten. Aber was bringt uns das? Dann haben wir jemanden umgebracht, gell? Wer masturbiert denn da? Neuer bester Freund, dann war's doch nicht ich. Sir, our unit is on the way. Officers will be there soon. It's too long. They will arrive as soon as possible. Sir, get to a safe place. Sag doch, dass die Frau... Oh. That was horrible. I'm sorry. I'm so sorry. I should have done something, but it's gonna restart soon. I'm gonna see you soon. I'm gonna see you real soon. I have to. Lol, jetzt wie das Buch und die Hausschlüssel. Lol. Jetzt habe ich einen Revolver. Also wir wissen auf jeden Fall von dem Dingsbums. Nice, okay. Habe ich Messer vorher gar nicht mitgenommen, lol. Ich kann meine Frau überzeugen, genau. Kann ich mich selbst umbringen? Not now. Okay. Wie hatten wir das gemacht nach der Vergangenheit, gell? You've been lying to me all this time? What? About your... What? I don't know what you're... Well, what about your father? What if... My father died. I don't want to talk about this. Nachts im Regen, fühle ich, Digga. I know the truth. The truth about the watch, your father. What is this? All these accusations? We're done talking about this.
Babe, stop lying to me. Where's the watch? You want to watch your tone? Tell me. Oh, fuck off. Hey! We're done. Let's talk. Ich dachte, ich tue zuerst das Gespräch wieder triggern, aber ich weiß ja, dass es hinterm Cabinet ist. Hinterm Medizinschrank hieß es doch. Zu dumm zum selbst umbringen, ja. Ich fühle das so nachts im Regenfokus, fühle ich so hart wirklich. Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because all because so this was her father's watch. I don't even know what you're looking for. That's it. Worth I'm a lot of out money. Of here. My father-in-law's old pocket watch. Man, you are just all class today. My father-in-law's old pocket. Huh? Okay, so haut sie ab. Bedeutet, ich muss sie. Wie hatten wir denn das geschafft, dass wir sagen, ich beweise es dir? Wie war denn das? I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? There's a man. And he said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Let's see. This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I told you that I'm in a time loop. Do you believe me now? Oh, yeah. I mean, I think I do, yeah. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted. Bisschen uncomfy, dass ich da oben in der Tür stehe. After I was born, my mom was really focused on me. And I guess my dad felt, it doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I noch Zeit, passt. I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and... He always had guns around. I grabbed one and I shot him. And I just ran. Made it here on New Year's Eve. That Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and, well, and things were almost good before it all ended today. I killed my father. Never thought I'd say that out loud.
And now you know. Please, talk to me. Will you just say something? So then... Hey. And in the next few minutes, the cop is going to be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Trust me, just don't open the door. Okay. I don't care. It doesn't matter. I forgave everything, all of it. All that matters is that we have each other. And that's it. Yeah. Wouldn't that be nice? But you won't forget this. Neither of us will. Things like this just don't get forgiven. Woher hast du die Uhr? Fragen, warum sie ihren Vater umgebracht hat. How'd you get the watch? Fucking watch. It was my mom's. Her grandfather actually made. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das ist das Problem. Oh, er kommt gleich. It was gonna pass down to me. Well, I guess it did, didn't it? Hey. After I shot him, I wasn't thinking. It was there and I just grabbed it. I hate that thing so much. But it's all I have left of them. Das können wir gleich holen. Wir haben ein bisschen Zeit, glaube ich, gleich. Fragen, warum sie ihren Vater umgebracht hat, hat sie doch gesagt. Hä? Why'd you do it? I didn't plan it. I never meant to hurt anyone. I fucking knew it. Excuse me, ma'am. Sorry? Will you follow me to your apartment, please? I'm with the police. Wait. No. Make a noise. I'll break your arm. Back inside. Now. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still! Ich weiß halt nicht, wann wir ihn hitten. Don't fucking move. Help me. Now you, hands behind your back, please. Woher wusste er, dass ich da drin bin? Okay, fuck. Fuck. Okay, das ist weird. To be honest. Er kann gar nicht wissen, dass ich... Also gleich, ja, komm ran. Hä? Das ist doch ein Quatsch. So, jetzt gleich wieder... Hey there. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Right. I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I... What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look, I couldn't... I didn't know how to tell you. Please, talk to me. Will you just say something? I wanted to tell you. I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. Will you just say something? Anything? I can't take this. Ich sag mal nichts, weil vorher ich geredet, dann hat es irgendwie ein bisschen gebackt, glaube ich. God. Genau. Fucking knew it. Sie haut jetzt nämlich ab. Und es ist nämlich noch lang nicht 4 nach. Ja, sie fährt jetzt schon.
Jetzt machen wir noch kurz, vielleicht trinkt der Typ nämlich was. Kann sein, dass er, also Real Talk, vielleicht sagt er, er hat Durst oder so. Ja? Follow me to your... Hä? I'm with the police. Oh. Alright. Verstecken wir uns in der Dusche oder hier? Da kann ich nicht verstecken. What's going on? I have a warrant right here. Digga, hä? Jetzt wartet er unten, es kann auch sein, ja. Ah, ich kann hier verschließen. Help me. Will you come help me? Well, who come help you? My friend. So, someone is here. I don't know. Bringt ja nichts, wenn ich das Schloss zumache, weil er würde dann einbrechen oder er weiß, dass ich dran bin. Seht ihr mich jetzt hier? Hat mich gesehen. Aber er schafft's immer mehr zu kämpfen. Woran liegt das? He's too strong. I can't fight him head on. Gotta find another way. Ja, okay, verstehe ich. So, was warten wir, bis die Alte rauskommt? Messer mitnehmen. Polizei rufen vielleicht noch gleich. Während ihr beide noch nicht gefesselt seid, weil wir zu zweit sind, gell? Das könnte Sinn ergeben, ja. Wir rufen jetzt trotzdem kurz die Polizei an. Das haben wir ganz vergessen. Ja. Okay. Rude. Emergency services. Ja, das Zeitschlafe. I am calling to. I. Issue with. Yeah. Sir, we're sent. They'll be there in 15. Sir? Please. They'll be there as. Okay, so, jetzt ihr gleich erzählen. I'm stuck in a... Look, how he really... I don't know. It was Chris. He hit you. How? I... Look. On my side. Oh, God. Look. I could... I didn't... Tell me again what happened that night. I don't want to do this. Can we please not do this? Please, babe. I need to know. You need to know. It was Christmas Eve. You caught me trying to sneak out. I was mad. I don't know. I was young, stupid. I went at him. I'd never seen it, but my dad had a rough side, and I was pushing and pushing, and he hit me. Baby, I'm so sorry. I'd never been hit before. It was a shock. I don't remember grabbing the gun. He always had guns around. Shot him. I grabbed the watch and ran. I murdered my father. So there you go. Hey. You needed to know. Now you know. And I'm still here. Ich hab eine Idee. Still with you. Yeah. For now. Ich könnte ihr das Messer geben. And in the next few minutes, the cop is gonna be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Trust me, just don't open the door. Okay. You've been lying to me all this time? Yeah. If you found out who I was, I just didn't want. But here we go. God damn. Hey. God. I need to think about this. Ich hoffe, dass ich sie jetzt nicht umbringe mit dem Messer, aber okay. Vielleicht kann ich es ihr geben. I understand. Wenn ich mit ihm fighte. Weil sie immerhin schon mal die Waffe mit der Waffe in Deckung gebracht hat, mit der Pistole. No coming back from this. If I do that. Nee, okay, das ist nicht das. I wanted to tell you. I just.
I'm sorry. I know it doesn't matter, but I am. Will you just say something? Anything? So then... I don't care. It doesn't matter. I forgave all the men. Yeah. But you won't forget things like... I need to think about... I can't take this silence. Ja, ich rede doch die ganze Zeit mit dir. Digga, dass ich die ganze Zeit mit ihr reden muss, sonst haut sie ab. I didn't plan it. I never meant to hurt anyone. Holly, open up. I wish... Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? Warum macht sie nicht auf? Ich hab doch gesagt, mach nicht auf. Please, turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. No, no. Please don't. Helf mir doch! Stop. Oh my God. Help! Digga, sie steht da, die Alte. Digga, also, aber die Idee fand ich nicht schlecht, Phil. Weil ich muss es hier machen, weil sonst fesselt er sie ja. Ja, keine Ahnung, Digga, also. I'm stuck. Right. I know how your father died. How he... I don't... It was Chris. He hit you. I... Look. On my side? Oh, God. Look. I didn't... Please. Talk to me. Will you just... Dass ich auch jetzt mit ihr mal reden muss, das triggert so, gell? So, then... Ah, ich hab ne Idee! Ich habe eine Idee. Wie viel Mal musste ich denn den Lichtschalter an- und ausmachen? Einmal. Und beim zweiten Mal kriegt man den Elektroschock. Trust me, just don't open the door. Okay. Just... I wanted to tell you... I just... Einmal muss ich ihn triggern. Dann wieder ausmachen. So then, I don't care. It doesn't matter. If you gave everything, all of it, all the men. Yeah, but you think. Mit ihr quatschen, damit sie nicht abhaut. If you found. Theoretisch ist es wurscht. Die kann abhauen. Der holt Tubel, holt sie ja wieder zurück. Hey. Aber wenn ich im Schlafzimmer bin, macht das Licht vielleicht an. Was auch gehen würde, dass ich nicht mit ihr rede und mich direkt... Die muss schlafen. Okay. I understand. Oh! Ja, das schaffe ich nicht mehr. I can't take this silence. God. Aber jetzt trinkt sie ja nicht. Jetzt geht sie an die Tür. Sie trinkt ja nicht, wenn ich mit ihr rede. Verstehst du? Das geht ja nur, wenn ich... Sie trinkt ja nur was, wenn wir normal unterhalten. Wenn ich nicht lieg... On? Excuse me, ma'am. Sorry? Will you follow me to your apartment, please? Q? What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. All right. Let's go.
dachte ich mir auch, dass der Sessel dunkel ist, aber das ist weiter weg hier. Genau, aber sie sagt jetzt immer, komm, helf mir. Das heißt, er würde mich checken, dass ich da bin. Habe ich ein Messer dabei? Ja. Naja, als er in die Hauptwohnung wo er reingekommen ist, hat er einen extra Schalter angemacht. Deswegen hoffe ich es hier einfach mal auch. Ja, gut, hätte er sein können, ne? Sag ich mal. Hey, listen. Wait. Listen. What is it that we're being accused of? Exactly. Quiet. I'll deal with you. Not you. Don't move. Aber mal gucken, wie sie jetzt reagiert. Weil sie weiß ja, dass ich es weiß. Please, no. This can't be real. This can't be. Shut up. Beim ersten Mal, wo wir beide gefesselt waren, hat sie mir nicht, dir nichts gesagt. I don't want to do this. Please. Hey, listen. Listen, I don't have anything to do with this. Kann ihm nicht sagen, wo die Uhr ist? I don't need you. Sir? Ja. Ich dachte auch, dass ich ihm sagen kann, hey. Das ist in der Ding, in der Spüle. Im Luftrohr, scheiß halt da hinten. Hey there. I'm stuck. Look, how he really. I don't know. It was Christmas Eve. He caught. He hit you. How. How could you? I could. Ah, ich muss ja nicht gleich mit ihr reden. I. Look, I'm on. On my side? Oh God. Das weiß ich eben nicht, Phil. Das sehen wir gleich. Please. Weil jetzt haut sie nämlich ab. Will you just. Und dann kommt er nämlich zu schnell. Okay, scheiß drauf, wir gehen raus. I wanted to tell you. I just. And we're back. Let's talk later. Best night ever. Let me know. Yeah, I will. Weiß nicht, ob ich es auch dahin stellen kann, I guess, oder? Ah, dann wird sie nicht trinken. Sie muss erst trinken. Dann kann ich sie accusen. Sie kann ja pennen, aber warum sollte ich dann alles davor mit dem, warum sollte ich dann den ganzen Stuff davor machen, weißt, was ich ihr erkläre, alles, also mit ihr rede und so. Meinst du? Aber dann bräuchte man das ja alles gar nicht, was wir bisher gemacht haben, dann könnte ich es ja gleich so machen. Er kriegt ja den Schock. Ich will es trotzdem machen. I'm stuck in a time loop and I can prove it. Look. How he. I don't.
It was Christmas. He hit you. I could. I. Look. On my side. Oh, God. Look. I did. I'm so tired all of a sudden. Ah, vielleicht kann ich die Uhr auch nehmen. Warte mal, das machen wir auch noch schnell. Wir haben mal Zeit. Das Licht ist hier aus, ne? Ja. Ich könnte ihm auch einfach die Uhr geben. Die Theke ist smart, Digga. Auf dem Tisch ist smart. Das ist richtig smart. Vielleicht könnte ich ihn dann noch von hinten bumsen, eigentlich. Emergency Services. I am calling to report a murder. My wife, 8 years ago, she killed her father. I don't even know if I know her real name. Is she with you right now? Yeah, she's right. Sir, we're sending a... They'll be there. Also jetzt habe ich ja alles gemacht, was geht. Sir? Please. They'll be... Vielleicht nimmt er auch die Ohrenhaut ab. Dann war's, jetzt müsste eh gleich kommen. Wenn es aber jetzt nicht klappt, muss ich offline, Guys. Das hilft alles nichts. Ich muss morgen echt früh raus und ich bin echt müde. Spät angerufen. Ja, es ist einfach nur zusätzlich noch. Ja, ich muss. Es hilft nichts. Ich hab... Das Spiel ist mega. Es ist... Ich will heute auch eigentlich wirklich um... Ich wollte ja eigentlich um 21 Uhr schon aufhören, aber... Hilft nichts, wenn ich dann einen Termin morgen verpenne oder so. Ich meine, die Spielzeit wurde angegeben, ja, Fok und ich haben ja geschaut. 6 bis 7 Stunden, also ich glaube nicht, dass wir es jetzt durchgrinden. Generell, ich liebe ja Sachen mit Zeitschleife und Zeitreise und so, mega nice. Wobei Zeitreise besser als Zeitschleife ist. Anyone home? Hello? Police. Come on out. Messer habe ich, oder? Ja. What the? Hey! He just passed out. Dachte schon, du schlachtest ihn ab. Nein. Konto ist überfällig. Bitte tätigen Sie die volle Ausstellung der Zeit nach von Nessen, sollen Sie da nicht eingehen.
I was gonna leave you out of this. Glaub mir, Dad, auch ich bin gestresst, hör mir einfach zu, okay, wir schaffen das. Ich fühle mich erschöpft, wünsche, du wärst hier, also, sein Sohn hat eine Chemo. Ja, also das ist ja Quatsch. Also das ist ja ein Quatsch. Aber sie muss pennen. Sie muss pennen. Frage ist, ob ich mit überhaupt davor red. Sie muss, das können wir alles beschleunigen. Sie muss nur schlafen. Wäre sonst zu OP. Sie muss eigentlich nur schlafen. Beide Kabelbinder. Jo. Richtig vergewaltigen. Also sein Sohn hat eine Chemo und er braucht das Geld. Deswegen braucht er die Uhr. Mhm. Polizeiruf ist eigentlich voll lost, weil dann wird sie ja auch gebastelt. Den Typen im Schrank verstecken, sagst du? Thunder. I was not expecting a storm tonight. Bring mal was, du Schlampe. Achso, und dann den Chat lesen. Ja, weil ich es da noch nicht hingestellt hatte. Jetzt ist ein Glas da. Ich glaube, ich habe das Game geborgt, aber... Ja, vielleicht. Ich glaube, das Game ist jetzt broke. Ist ja lost. Das war genau in dem Moment, wo sie gesagt hat, keine Gläser. Oh. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Trink doch jetzt den Scheiß. Doch nicht. And we're back. It's empty. Okay. Der Teppich hat eine Falte, ja. Dass er darüber stolpert. These pills are huge. I should dissolve them. Machen wir vor ihr, machen wir das jetzt rein. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. Da
hat sie wahrscheinlich schon gecheckt. Guess who has two thumbs and remember to pay the electric bill today. Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because, all because you, I don't even know what you're looking for. That's it. I'm out of here. Yeah, I don't need this right now. I'm out. Ja, hab ganz vergessen, dass ja. And we're back. Dass sie gerade die Uhr versteckt hat, könnte sein, ja. Ganz vergessen, dass wenn ich das hier mache, Digga, Wurst. Not now. Okay. Eigentlich müsste jetzt das Wasser in die Tabletten reinschütten. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Am I doing that tomorrow? Thanks. Alexa, erinnere mich morgen Abend um 18 Uhr an Stromvertrag. Muss ich tatsächlich machen. Gestern hätte ich schon heute die anrufen müssen, habe ich nicht gemacht. Im Ernst, Real Talk. I'm so tired all of a sudden. Oh, I'm just gonna lie down. We'll talk. Vielleicht für heute Pause. Ja, werden wir jetzt auch gleich machen. Das ist halt echt ein geiles Game. Weißt du, wo du dich aufhören willst. Spoon's no good in its own. Sagt die Uhr. Haben noch Zeit. 2 Minuten. Also er hat die ja nicht mitgen... Achso. Warum ist das Ventilator geknischen? Achso. Das ist voll lost. Ventilator geht das bei beiden Mal eigentlich offen. Die geben ihm dann die Uhr oder so. Je länger wir spielen, desto länger wird es. Ach, Licht aus noch vielleicht. Aber ein insanes Game. Richtig, richtig cooles Game. Richtig, richtig cooles Game. Now we wait. Das müssen wir in unsere Excel dann eintragen. Zweite Game dann. Also wir fesseln ihn, probieren mit beiden zu fesseln, ja, mit beiden Kabelbindern. Come on, I know you're home. Open the door. Anyone home? Hello?
Police, come on out. Ja, noch mehr Möglichkeiten ausprobieren. Ne? What the? You little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Little son of a bitch. I was gonna leave you out of this. And now you've got this coming. Digga, das ist doch ein Scheiß, ist das, Digga. Ach, das ist doch ein Rotz. Dann machen wir mal weiter. Alter, das ist doch ein Bullshit, Alter. Ich hoffe, er speichert. Also, das ist ja Quatsch, dass ich ihm nicht mehr die Uhr geben kann. Hä, check ich gar nicht. Buch, im Buch haben wir durchgelesen. Im Buch hieß es, da waren so ein paar Hinweise, habe ich das Gefühl gehabt. So, die Zeit, die Vergangenheit muss man genießen, damit man blablabla. Aber ich muss echt ins Bett. Morgen ins Frühtermin. Hat mega Bock gemacht. Wir werden es gerne weiterzocken. Natürlich, schönen Abend. Schlaft's gut. Ich muss weg. Ciao, ciao. Er ist gefesselt. Ja, aber Digga, warum? Also er steht auf und boxt nicht. Ich check's nicht. Das ist total. Also ja, so, ja, er ist gefesselt, aber wenn ich ihm doch die Uhr zeige, dann kann er doch sagen, ah, das ist die Uhr, die ich brauche oder keine Ahnung. Mal schauen, müssen wir rausfinden, was wir machen. Egal. Ciao, ciao.